Hallöchen ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Ich war mal wieder beim Action. Ja, wir haben dieses Jahr im Herbst eine Hochzeit und da habe ich die beiden Becher hier entdeckt. Für 2,99 beide zusammen. Da kann man ja wirklich nichts verkehrt machen. Und das, ja, da denke ich, da kann ich irgendwas Schönes zur Hochzeit von basteln. Das packe ich mal gleich runter. 2,99, ja. So. Dann habe ich mal wieder Wolle gekauft für 2,29 und da ist gleich so ein Kopf mit dran. Ich möchte nämlich so ein Schnuffeltuch häkeln. Es ist zwar keine Baumwolle, aber ist so ein Babygarn, es ist schön weich. Und ich fand die Katze so niedlich als Schnuffeltuch. Habe ich mal mitgenommen. Als ich da war, war Zahnpasta im Angebot von Oral-B für 1,29. Da habe ich mir mal die drei verschiedenen Sorten mitgenommen. Akkus für 3,89. Die haben 2300 mA. Die probiere ich mal aus. Weil irgendwie bei uns läuft alles mit Akkus und die sind teilweise schon so alt. Die hatten wir noch vor unserem ersten Urlaub. Weiß ich nicht, die sind bestimmt schon 15 Jahre alt oder so. Habe ich mal neue mitgenommen. Dann habe ich für 49 Cent vier so eine Osterhänger mitgenommen. Ich pack mal einen aus. Gucken wir mal rein, wie die aussehen. Erstmal in Knoten. Also, okay, da ist hier oben ein Band. Dann hängt hier so ein Blümchen und hier unten hängen in drei verschiedenen Längen die Ostereier. Sehr niedlich. Ja, da habe ich mir gleich drei Stück von mitgenommen. Ich habe so eine schöne Harlekinweide, so einen Baum, so einen Hochstamm im Garten. Da will ich die unten ranhängen. Und für 50 Cent kann man, also 49 Cent kann man ja da gar nichts verkehrt machen. Dann habe ich hier diese Bratbeutel gefunden. Die finde ich ja mal richtig cool. Sonst musste man die immer auf beiden Seiten zusammenbinden. Und hier sind 10 Stück drin. Da braucht man nur einmal oben festmachen. Die haben 95 Cent gekostet. Die probiere ich mal aus. Für 62 Cent hier so ein Fliegencover. Wenn wir auf dem Balkon frühstücken. Dann habe ich mir für 1,39 diese selbstklebende Folie mitgenommen. Und ich finde die so schön, dieses Muster, so für Albumcovers, habe ich mir gedacht. Mini-Alben damit einschlagen. Das gefällt mir richtig gut. Das ist ja so meins, so was Florales. Ja, was haben wir noch? Avello 1,29 für die Osternester. Mal probieren. Dann habe ich auch die Blümchen gekriegt. 85 Cent. Hier steht aber Flowers on Wire, also das Draht. Da müsste eigentlich Draht hinten dran sein. Gucken wir mal rein. Ja. Aber naja, gut, das kann man ja zur Not abschneiden. Aber die sind ganz niedlich. So, dann habe ich diesmal was für meinen Mann mitgebracht, weil der ist ja in Stuttgart. Der hat in seinem Auto immer so viel, ganz viel Zeug angeschlossen. Und da reicht meistens ein Adapter im Dings nicht. Und da kann man den in den Zigarettenanzünder stecken. Und dann hat er zwei Dosen und noch zwei USB-Ladestecker. Ja, mal gucken, ob er das gebrauchen kann. Habe ich mir einfach mal so gedenkt. Dann habe ich mir Gefrierbeutel mitgenommen. Die großen für die 3 Liter für 59 Cent. Da sind 75 Stück drin. Und die kleinen, da sind 100 Stück drin für 49 Cent. Ich weiß, Plastikmüll und so vermeiden. Aber es gibt eben Sachen, die packe ich da drin immer ein. Ja, wenn ich Käseverpackung aufmache, dann wird es in so ein Dings gepackt, weil das hält ja nicht mehr dicht. Und dann wird der Käse hart. Deswegen musste ich die mitnehmen. Dann habe ich wieder Nudeln mitgenommen für 22 Cent. Zack.
Und ich weiß, ich wollte kein Papier mehr kaufen. Und ich schmeiße das mal gleich rein. Das kommt mit runter. Aber ich habe für 89 Cent diesen Block gesehen. Und den habe ich mir auch gleich zweimal mitgenommen. Und der ist einfach so schön. Da sind immer vier Blätter, fünf Blätter sogar drin. Oh. Ist das tolles Papier? Das ist ja so komplett meins. Ich guck mal, ist da irgendein Papier drin, was mir nicht gefällt? Nee. Die sind so toll, oder? Oh, das ist so schönes Papier. Deswegen musste der gleich zweimal mit. Ja, dann habe ich mir noch einen Embossing-Folder geholt für 86 Cent. Da sind so Rosen. Kann man das hier hinten sehen? Da. Ja, ich habe so viele Embossing-Folder und Stanzschablonen, aber irgendwie, ich muss mal so eine Serie machen, Karten basteln mit den ganzen Embossing-Foldern oder mit den ganzen, ganzen Stanzschablonen. So viele Karten brauche ich gar nicht. Aber muss ich echt mal in Angriff nehmen. Und tada, die Buntstifte. Bei mir haben sie 2,16 Euro gekostet. Und ich habe mir alle vier Pakete gekauft. Die hellen Farben, die lilanen, die rosanen und die grünen. Ich male ja gerne mit Buntstiften aus. Ich hatte mir auch die Watercolor-Buntstifte mal gekauft. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma die waren. Watercolor-Pencil von Deli. Ach, die waren aus China. Aber die sind richtig gut. Also die lassen sich richtig schön Wasser vermalen. Aber hier hat man ja jetzt so viele verschiedene Abstufungen. Da kann man dann auch so schattieren. Ja. Da habe ich mich gefreut, dass ich die gekriegt habe. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das hier alles noch lassen soll, so viel Zeug. Aber naja, es wird schon irgendwie mal. Ich muss einfach noch mehr basteln und noch mehr malen. Dann werden die Stifte auch irgendwann mal alle. Aber ich glaube, die habe ich in 100 Jahren noch. So, das war mein Action Haul. Ja, ein bisschen was habe ich. Ach nein, ich habe ja noch. Wartet mal, ich habe mir noch. Wo ist mein Bon? Ich habe mir noch eine neue Tasche von Action gekauft, weil da waren so schöne Blümchen drauf. Dann habe ich mir noch wieder drei von diesen Solarlaternen mitgenommen, die ihr in den letzten Hauls schon gesehen habt, diese weißen Keramiklampen. Dann habe ich mir noch einen großen Blumentopf gekauft für 4 Euro. Nee, das sind die kleinen zum Anhängen. Zwei kleine für 2,24 Euro. Eine Sonnenbrille, die habe ich im Auto gelassen, aber ich habe auch so einen ganz großen Blumentopf noch gekauft. Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. 5 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Finde ich nicht. Doch, Blumentopf. 40 cm. 3,95 Euro hat er sogar nur gekostet. Für den Garten. So. Das war's von mir. Ich sage also danke fürs Zusehen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Grobi. Tschüss.